Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mal wieder mit einem Video. So, heute ein Blackwing Review. So, zu den neuen Supportkarten aus der Premium Gold Return of the Bling. Blackwing kriegt ja immer wieder mal Support, aber bisher konnte der Support nicht wirklich überzeugen. Eher enttäuschend bisher. Ich glaube, die einzige gute neue Supportkarte bisher ist dieser Tornado, also diese Fallenkarte, die wie Mirror Frost ist, nur banished halt alles. Ansonsten wurde wirklich keine der Supportkarten bisher wirklich gespielt. Aber das könnte sich, glaube ich, jetzt ändern. Also 4 neue Karten in Return of the Bling. 2 Effektmonster und 2 Synchromonster. Als erstes haben wir der Blackwing Chris, The Crack of Dawn. Level 4, 1-2 ATK, 300 Death. Und Effekt ist, wenn du ein Blackwing Monster kontrollierst, außer Chris, The Crack of Dawn, dann kannst du ihn specialen von deiner Hand. Und du kannst nur ein pro Runde specialen durch diese Weise. Und einmal pro Runde kann er nicht durch Zauber- und Fallenkarten zerstört werden. Also vom Effekt her eigentlich nicht so stark. Wenn man es jetzt halt so mit Metadecks vergleicht und was die können, also er kann eigentlich gar nichts. Ist halt einfach nur ein 1-9 Beatstick, aber wenn man es halt im Blackwing Deck sich mal das genau anschaut, dann merkt man halt, dass er und Boga die ziemlich gleiche Effekte haben. Nur dass Boga halt 1-7 hat und der halt 1-9 und dann noch diesen Schutzeffekt. Also ich denke mal ein bisschen besser als Boga. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt die 3 Bogas mit den 3 Chris ausgetauscht werden. Also sogar ersetzt werden. Und wenn nicht, dann zumindest 3 Chris und 1 Boga oder so. Man kann halt mehrere Bogas specialen pro Runde, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie von Bedeutung ist, dass Boga öfters gespecialt werden kann. Vor allem, weil Blackwing eigentlich nicht so OTK zentriert ist. Dann der nächste ist Blackwing, Pinaki the Waxing Moon. Level 3, 1-2 ATK, 1000 Death. Sein Effekt ist, er kann nicht als Material für Synchro-Beschwörungen benutzt werden, außer für Blackwing-Monster. Und in der Endphase, in der diese Karte auf den Friedhof geschickt wurde, kannst du einen Blackwing-Monster von deinem Deck auf die Hand holen, außer halt ihn selber. Und du kannst den Effekt nur einmal pro Runde aktivieren. Sehr starker Effekt, finde ich. Ist so ähnlich wie Skarm bei Burning Abyss. Gibt dem Deck auf jeden Fall Speed und Konstanz. Man kann sich jetzt alles raussuchen, ohne dass man halt auf den Wirbelwind sich verlassen muss, den man halt nicht immer zieht. Und man macht nicht so viel Nachteil. Man kann jetzt zum Beispiel Ikaros machen auf den und dann wieder sich was auf die Hand holen. Und davor ging Blackwing halt sehr oft die Ressourcen aus. Es hat eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie Plus zu machen. Deswegen denke ich mal, kommt der ganz gut. Also ich würde ihn auf jeden Fall am Anfang erstmal auf 3-mal testen und dann schauen, wie das so läuft. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass er ziemlich gut sein wird. Dann zu den Synchro-Monstern, die neu rausgekommen sind. Blackwing, Nothing, the Starlight, Level 6, 2-4 ATK. Und den kann man ganz normal beschützen, also ein Tuner, ein Nicht-Tuner. Sprich, der ist nicht auf Blackwing allein konzentriert, also man kann ihn in jedem Deck ausbringen. Und sein Effekt ist, wenn er spezial beschworen wird, kannst du einem Gegner 800 Schaden zufügen, dann ein offenes Monster vom Gegner wählen, das 800 ATK und Defense dann verliert. Und du kannst diesen Effekt nur einmal pro Runde aktivieren. Während deiner Main Phase kannst du noch ein Blackwing Monster Normal Summon zusätzlich zu deiner normalen Normal Summon. Und den Effekt kannst du halt auch nur einmal pro Runde aktivieren. Effekt ist jetzt nicht so überstark, aber hat seine interessanten Seiten. Ist halt sehr OTK-haftig. Also man kann mit ihm und seinem Effekt sehr viel Schaden durchdrücken. Und dann halt noch mit dem Chris und so. Aber ansonsten, sein Effekt ist jetzt nicht irgendwie spielentscheidend oder Spiel beeinflussend. Aber Level 6, man kann leicht auf ihn draufkommen. Einfach Blizzard, dann ein 4er Special und dann den hier beschwören. Das letzte Monster ist Blackwing Tamer Obsidian, Hawkjaw, Level 7, 2-6 ATK. Und der braucht halt jetzt einen Blackwing Tuner und sogar Blackwing Non-Tuners. Und sein Effekt ist, du kannst einen Level 5 oder höher geflügelte Bestie-Monster in deinem Friedhof wählen und das Spezial beschwören. Und in einem beliebigen Zug, wenn dein Gegner genau diese Karte und keine andere Karte für einen Angriff oder einen Karteneffekt zählt. Und der kann das dann halt umleiten auf ein anderes Blackwing-Monster. Und den Effekt kannst du nur einmal pro Runde aktivieren. Sein Effekt ist auch eher auf OTK und auf Schaden basierend. Aber beeinflusst das Spiel halt auch eher weniger, so wie der andere. Also kann nichts zerstören, kann nichts entfernen oder so. Nichts auf den Friedhof legen. So, mit ihm kannst du echt nur Schaden machen, so wie mit den anderen. So, mein Fazit ist, dass die Synchro-Monster finde ich jetzt nicht so stark. Im Vergleich jetzt zum Meta, also die Karten sind schon okay, aber die sind halt nur zum Schaden durch
Und zurzeit sind halt andere Sachen eher wichtig im Extra-Deck, zum Beispiel Castell, Ark und sowas, Dweller, Cowboy, Shidogi, Rhapsody in Berserk, sowas halt. Eher solche Effekte und so Schaden eher gar nicht zurzeit. Aber dafür sind die zwei Effektmonster ziemlich gut. Ich glaube, die sind sogar jetzt so mit die besten Blackwing-Monster überhaupt. Also ich habe das Deck schon öfters ausprobiert, aber ich fand das Deck einfach zu schlecht. Die Monster konnten einfach nichts. Zum Beispiel Boga ist für mich einfach nur ein 1-7 Vanilla-Monster. Und Sugar theoretisch eigentlich nur ein 1-8 Vanilla-Monster. Aber die 2-9 hier haben halt ganz nützliche Effekte. Und hoffentlich können sie die Blackwings ein bisschen pushen. Ansonsten war es das wieder, Leute. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Liken, subscriben, kommentieren, unsere anderen Videos abchecken. Und ciao.